zusammen bei mir in der Motorradmeisterei. Sehr schön, dass ihr hier seid und mit mir zusammen was Schönes auspackt und vor allen Dingen meinen Kanal guckt. Vielen Dank. Quatsch, heute Morgen geil ist heute Morgen. Heute Abend, wisst ihr, ihr merkt, ist halt Saison. Ne? Da bist du am zweiten Tag der Woche abends schon komplett durch. Okay, schönen Karton haben wir gekriegt. Wir hatten schon mal so einen schönen Karton. Den haben wir auch schon beim Kunden auf die Karre gebaut. Und da haben wir auch schon mal ein Video zugemacht. Aber das war die Geschichte, wo die Speicherkarte gefressen worden ist. Oder irgendwie auch immer. Deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal. Ist aber auch gar nicht schlimm, weil wir haben noch einen Karton drin stehen. Der war beim letzten Mal nämlich noch nicht da. Weil mit zwei Kartons. So, komm dran. Füßenkrupp. Tschakka. Da ist drin. Hier mal hinter meinem Tischlein. Was ganz was Feines. Haben wir lange drauf gewartet. Eine schöne Tasche als erstes. Jo. Allein die Tasche schon der Kracher. Das ist ja, komm her. Das ist der Oberkracher. Du bist so weit weg. Ja, damit ich alles im Blick habe hier. So. Richtig schön. Carbon. Richtig gut aus. Ist da drin. Guckt mal. Wir haben ja schon mal über Dynamik bei Rädern gesprochen. Und wenn so ein Rad dreht, was er so machen will und warum das besonders toll ist, wenn man leichte Räder drin hat in seinem Fahrzeug. Und da gibt es natürlich nichts Schöneres als sowas hier. Guckt euch das mal an. Das kann man machen, ne? Ja, sind ja, Kohlefaserräder, wie ihr sehen könnt. Ne? Gibt es jetzt für die Panigale-Modelle mit Einarmschwinge, das ist neu. Also für 11,99, 12,99, V4 Panigale, V4 Street Fighter. Da könnt ihr überall diese schönen Felgen verbauen. Panigale V2 übrigens auch. Viele sagen immer, Stefan macht mehr für die Panigale V2. Diese Felge passt auch in die Panigale V2. Das Schöne ist, es ist eine 6 Zoll Felge. Und ihr könnt dann, das ist nämlich hier drin, Bezug nehmen auf diese 6 Zoll Felge, auch bei der Panigale, bei der Panigale V2. Die hat nämlich ja nur eine 5,5 Zoll Felge. So. Da ist ja noch eine ABE dabei. Ah, ABE halt, ne? Alles ja. Gut. Ich lese sie mal vor. Ja, das ist einfach. Komplett, sind ja nicht so viele Seiten. Ne? Und ich lese euch jetzt mal die ABE vor, weil das interessiert euch bestimmt alle brennend. Nee, das war ich nicht. Eigentlich suche ich nur eine Passage. Panigale. Ha, hier, Panigale V2. Und wenn man das bei Panigale V2 benutzt, dieses schöne Felgenkärchen, ist es so, dass automatisch eine Reifenfreigabe dabei ist für einen 190-55er Hinterreifen. Das heißt, ihr könnt von dem 180-60 wechseln auf 190-55 und aufgepasst auf 255 auch. Ne? Also ihr könnt da schon wesentlich breitere Reifen mit dem hohen Querschnitt fahren. Das ist schon sehr schick. Ne? Und das ist in der ABE eben aufgenommen. Da habt ihr keine Hudeleien. Ne? Das mal so am Rande. Okay. So. Das Rad für vorne. Gleiche Form, 6 Speichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne? Das sind 7, ne? 7 Speichen. Geil. Noch eine mehr fürs Geld. Peter, du kriegst da richtig was. Apropos fürs Geld, Preis bei den Dingern super fair. Ich habe jetzt nicht auf den Cent. Ich meine, 3.900 Euro, grobe Richtung für den Satz. Ist schicki. Ne? Und die sind echt, wenn man die hochhebt, die sind echt brutalst leicht. Wir werden das gleich vergleichen. Ich habe da hinten noch einen Magnesium-Radsatz liegen. Ducati Performance. Hier habe ich noch ein Aluminium geschmiedet Panigale R liegen, also von Marchesini, wie er bei den R&S Modellen verbaut ist. Da machen wir gleich
mit meiner Waage mal den schicken Gewichtsvergleich. Ne? Und dann gucken wir mal, was da so draufsteht. Das heißt, wenn du gerade sagst, roundabout über den Daumen 3,9, liegen die Felgen zwischen dem Aluminium und dem Schmiederadsatz von Ducati? Jein. Also die Aluminiumfelgen, wenn du die als Ersatzteil bestellst, sind glaube ich sogar schon teurer. Okay. Oder sind ungefähr gleich teuer. Der Magnesiumradsatz liegt bei um die 5. Mhm. Wenn du die Kohlefaserfelgen von Ducati als Ersatzteil bestellst, also die SP-Felgen zum Beispiel von der V4, bist du bei 6,6, 6,7. Also deutlich teurer als hier. Okay. So, in dem anderen Karton habe ich den gleichen Radsatz nochmal drin, aber in der Farbvariante matt. Das ist jetzt hier der glänzende Radsatz. ThyssenKrupp bietet aber auch das Ganze in matt an. Im Übrigen, diese Dinger sind echt handverlesen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt schon bei ThyssenKrupp. Da weiß man momentan nicht so wirklich, wie das weitergeht. Ich bekomme einige Sätze, weil ich wirklich, als sie rausgekommen sind, gesagt habe, das ist der absolute Kracher, davon würde ich wirklich satt was haben. Wenn ihr solche Sätze haben wollt und nirgends welche bekommt, wenn ihr welche bekommen könnt, dann bei mir. Ne? Also könnt ihr mich gerne kontaktieren und dann schicke ich euch die Teile. Ne? Also wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen was hier von den Dingern, einige Sachen kommen noch, aber wenn die aktuelle Produktion, die jetzt hergestellt worden ist, ausgeliefert ist, kann ich euch sagen, wird da erstmal nicht so viel kommen. Muss man dann gucken, wie es weitergeht. So, das ist jetzt die zweite Variante. Oh, auch schick, ne? Mit dem Matt. Nehme ich da mal neben. Nehmen wir mal eben kurz die Hinter- und die Vorderradfelge drauf, dass man den direkten Vergleich hat. Ja, ich hole die Hintere auch mal raus. Die Hintere, da kann man das immer, wenn es so schön breit und groß ist, da kann man das halt natürlich schon sehen. Oh, ist das schön. Genau, tausch die Arme um am besten, dass die Heck neben der Heck liegt. Perfekt. Oh, der ganze Tisch, die ganze Hebebühne voller Kohlefaser. So, guckt euch das an. Das ist mal richtig schick. Also die Matte sieht aber super gut aus, ne? Alter Schwede. Ich habe ja erst immer gedacht, okay, komm, solche Dinger in glänzend auf jeden Fall. Weil da kommen die Fasern natürlich noch ein bisschen besser raus, ne? Aber so das Matte an sich ist auch nicht verkehrt. Matt habe ich im Übrigen nur den einen Satz. Nur das, was ihr mal gehört habt. Ich glaube, vielleicht kommt noch einer. Aber die anderen Sätze, die ich bestellt habe, habe ich alle glänzend bestellt. Generell ist das. Jetzt auf einmal kurz rüber in das Glänzende. Genau, da kannst du halt gut in dem Glänzenden, da siehst du natürlich die Fasern richtig gut. Ne? Also das ist natürlich auch schon, klar, ist eine Geschmackssache. Jetzt habe ich Hälfte drauf, jetzt sieht man es richtig gut. Ist beides halt, beides endlos schick. Ne? Ja, schon der Kracher. Viele sagen immer, auf Carbonrädern dreht sich das, oder das Rad dreht sich in dem Reifen bei Carbon. Hier ist es so gelöst, dass hier der innere Teil, hier ist glatt und hier der innere Teil, der ist halt angeraut, ne? Dass sich die Felge nicht im Reifen drehen kann. Ne? Oder der Reifen oder das Felge, je nachdem was sieht. Das ist auch sehr, sehr schön gemacht. Jetzt, wo du die nebeneinander liegen hast, persönliche Frage, welchen findest du jetzt schicker? Boah. Also, für Regenreifen würde ich natürlich den glänzenden Satz nehmen, weil natürlich dann sowieso alles nass ist und von Haus aus mehr glänzt. Und für die trockenen Reifen, für die Slicks, natürlich den. Ne? Ja, was soll ich sagen, sind beide geil. Ne? Also, natürlich, ja klar, wer will, kann auch einen im Regen, einen trockenen fahren. Mein Segen habt ihr sowieso. Kannst auch vorne matt hinten glänzen fahren. Vorne matt hinten, andersrum geht natürlich auch noch. Ja. Ne? Ja, das ist echt eine reine Geschmackssache. Ne? Das ist also, wenn man die Struktur mag, tatsächlich ist das Glänzende super schön. Also ich bin auch sowieso der Meinung, also wir hatten ja, ihr könnt das ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder ihr könnt das sowieso, wenn euch meine Videos gefallen, den Kanal abonnieren, Daumen nach oben, Glocken setzen, alles was dazugehört. Und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Favorit so ist bei dem Lack. Das würde mich mal interessieren. Weil wir hatten ja, als so dieser ganze Carbonbau mit den Fahrzeugen angefangen hat, in den Motorrädern, war es halt immer glänzend. Ne? Weil man immer wollte, dass man die Struktur extrem gut sieht. Und ja, das war halt so. Dieses Glänzen ist dann tatsächlich von den Matten abgelöst worden. Ducati war da so ein bisschen Vorreiter bei den ganzen Modellen, die Original-Ducati-Teile.
sind immer matt. Ne? Aktuell. Sie waren natürlich vorher Street Fighter 1098, Ducati 1098 Superbike, da waren ja alle glänzend. Und bei den Panigale-Modellen, so um 2012, ist das dann geändert worden in matt. Ne? Und ich habe das Gefühl, nachdem wir jetzt ja mittlerweile nächstes Jahr schon 10 Jahre mattes Carbon gehabt haben, dass jetzt so langsam das Glänzende wiederkommt. Ne? Aber das ist halt, das ist, jeder, kann jeder machen, wie er will. Ne? Ich glaube, ich würde auch das abhängig machen von der Fahrzeugfarbe. Ja, Fahrzeugfarbe natürlich, klar, wenn du ein mattes Fahrzeug hast, wobei du kannst auch ein mattes Fahrzeug so ein bisschen Leistungs bauen. Ne? Ich würde es davon abhängig machen, was habe ich für Anbauteile am Fahrzeug. Ne, wenn jetzt natürlich extrem viel mattes Carbon dran ist, dann macht es natürlich Sinn, hier weiterzumachen. Ne? Wenn du jetzt natürlich direkt einen Fersenschutz oder einen Ausdruck-Hitzeschutz im glänzenden Carbon hast, dann kannst du auch die glänzenden Felgen besser verbauen. Generell ist zu sagen, dass... Telefon klingelt, wie spielen? Alles gut. Morgen nochmal, bitte. Generell ist zu sagen, dass die matte Felge nur eine klar lackierte Variante ist. Die ist auch 250, also der matte Satz ist 250, 260 Euro teurer als der glänzende. Und ihr könnt es auch hier innen jetzt sehen. Innen ist die matte Felge noch glänzend. Mhm. Die ist im Prinzip zusätzlich nur einmal angeschliffen und mit Klarlack, mit mattem Klarlack überlackiert. Ist auch im Übrigen der gleiche Mattglanz wie die original Ducati-Teile. Und das könnte man auch hier darstellen. Ne? Man kann auch sagen, okay, wenn ich jetzt den glänzenden Lacksatz habe und irgendwann möchte ich doch mal einen matten Satz haben, dann schleifen wir die an, lackieren matt über und für die Abfahrt. Ne? Okay, sehr gut. Warum verbaut man solche Sachen? Ich würde erst noch was anderes sagen. Damit die Leute vernünftig in die Kommentare schreiben können, ob glänzend oder ob matt. Ja, auf jeden Fall. Bewegte Bilder. Oh ja, dann machen wir das erstmal. Siehst du? Attacke. Guti, Attacke. Wieder. Ja, sehr cool. Jetzt habt ihr es gesehen, also in die Kommentare, was gefällt euch besser. Würde mich tatsächlich brennend interessieren. Ja? Gut, jetzt erzähle ich euch einmal, warum man solche leichten Felgen verbaut, was da der Sinn hinter ist. Wir machen einen Vergleich mit den verschiedenen anderen Radsorten, die es für Panigale und Street Fighter noch gibt. Und vielleicht machen wir noch einen kleinen Versuch, dass wir das nochmal so ein bisschen veranschaulichen können. Okay, dann packe ich den ersten Satz wieder ein, weil zum Wiegeln brauchen wir ja nur einen Satz, da brauchen wir ja nicht beide Farben. Ne? Also allein schon die Taschen sind weg gerade. Thank you.
So. Von Thomas nochmal schnell einen Stift und einen Zettel da rein, dass ich das alles jetzt aufschreiben kann. Kümmern wir uns erstmal um die Hinterradzeige. So, ich baue das jetzt hier mal so ein bisschen auf mit meiner Waage gleich und dann fangen wir hier links. Da fangen wir ganz leicht an mit dem Kohlefaserrad. Das ist so das Leichteste, was wir im Felgenbau kennen. Was ich kenne. Das nächste wäre dann immer noch tierisch leicht, und dann Magnesiumfelge. In dem Fall von Marchesini aus dem Original Ducati Zubehörprogramm. Passt bei Panigale, alle Modelle und Street Fighter V4. Ja. Die Formate sind immer gleich. Hier fällt jetzt das Ventil. Das haben wir am letzten Mal gewogen. Wie hat das blöde Ventil gewogen? Weißt du das noch? 25 Gramm. Nee, ich glaube mal mehr. Ich gucke mal, ob ich noch ein Ventil finde. Und dann haben wir, merkt man, die sind auch schon leicht, aber wenn man das jetzt, wenn du jetzt die anderen Sachen in der Hand gehabt hast, geschmiedet, original, wie es drin ist in V4S oder R. Ne, die hat das geschmiedete Alurad drin. Ne, das ist halt so, das wird tatsächlich aus dem Klotz gefräst und ist dadurch natürlich auch schon sehr, sehr leicht. Hier neben müssten wir jetzt noch ein Original-Gussrad von den Basismodellen hinstellen. Kann ich leider im Moment nicht mehr dienen, aber zwischendurch, bevor wir hier angefangen haben, hatten wir ein Fahrzeug hier, wo wir Reifen gemacht haben, ganz einfach, und da hatte ich einen hellen Moment und da habe ich es gewogen. Jetzt muss ich nur in meinem hellen Moment mein Telefon finden und da habe ich mir das nämlich gleich abfotografiert. Und da kann ich euch sagen, da habe ich das Original Hinterrad gewogen. Das hat gewogen 5,46 Kilo. Also eine Original Panigale Felge war das vom Basismodell. Da habe ich schön ein Foto mit meiner Waage und gewogen. Also eine V4, ganz normal. Ist das, nee, Panigale V2 Felge war das. V2, okay. Ja, 6, also 6 Zoll, ne, 6x17, gleiche Format, aber 11,99 Panigale. Ne? Ui, dann würde ich sagen, wiegen wir jetzt die Apparate mal durch hier, die Kollegen. So, Waage ist auf 0. Ach siehst du, ich wollte noch ein Tier holen. Reifengerät liegen. Schön. Gibt es die Magnesium- und die Alufelgen nur in dem Farbton, wie sie hier liegen? Die Magnesiumfelgen ja. Die Alufelgen, wenn du eine, das sind ja, wenn du eine Final Edition hast, dann sind die Felgen rot. Okay. Wenn du eine Versario hast, sind sie gold in dem Ton. Okay. Also die sind schon in mehreren Farben produziert worden. Ne? Okay. Aber generell, da müsstest du da im Ersatzteilkatalog gucken und dir für das Fahrzeug die Felge bestellen. Hm. In der entsprechenden Farbe. Ne? Die meisten sind halt schwarz, mit oder ohne roten Rand. Ne? Das ist jetzt eine Felge von der V4R, die hat keinen roten Rand. Die S-Felge wäre die gleiche Felge, aber im roten Rand. Ventil habe ich gefunden. So. Rufbasse. 5,46 Kilo, Mann. Habe ich aufgeschrieben. Sehr gut. Sauklaue. So, jetzt sehen wir das Aluminiumrad, das geschmiedete. Ei, da geht schon mal richtig was. Oh, jetzt zischt der
Kompressor wieder, ne? Alles gut. Freunde der Nacht, wir müssen einen kurzen Schnitt machen, bis der Apparat fertig ist. Beim letzten Mal, das war doof im Video. Aber ich kann euch sagen, das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir nicht mit. Ich mach den Kompressor mal mit. So, da sind wir wieder ohne Gezische. Perfekt, ne? Gut. Originalfelge habe ich gewogen, als ihr nicht dabei wart, als ihr eine Karriere hattet. 5,46 Kilo. Jetzt Panigale V4R bzw. S-Felge. Das ist schon der Kracher. 3,58. Das heißt, das sind schon mal 2 Kilo, ne, zu der Basisfelge. Das ist schon ein Wort. Ne? Zumal, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen, da erzähle ich gleich noch was zu. Es ist ja rotierende Masse. Ne? Was wir jetzt hier wiegen, ist ein statisches Gewicht. Ne? Es kommt dabei, kommt es aber auch an, wo ist diese Felge leicht? Ist die im Bett leicht? Ist die in der Mitte leicht? Interessant ist natürlich, wenn sie außen leicht ist, weil sich das natürlich am schnellsten dreht. Innen ist es eine relativ fixe Sache, da ist es gar nicht so schlimm, wenn der Kern ein bisschen schwerer ist. Ne? So, aber wieder 2 Kilo schon eine Anlage. Boah. Dann geht es auch weiter mit Magnesium. Jetzt ist meine Waage aus. So. 10 Gramm waren es beim letzten Mal. Jetzt reagiert sie gar nicht mehr. Ist mein Herzinfarkt, wenn das Ding hier runterrollt. 3,1. Da seht ihr. Also 3,1 nur tatsächlich. Der erste Unterschied von der Alufelge zu der Magnesiumfelge ist mit einem halben Kilo, sage ich mal, ist nicht mehr ganz so wahnsinnig wild. Nicht mehr ganz so krass, ne? Aber trotzdem halbes Kilo im Rad ist auch noch anständig. So, und jetzt kommt der Kandidat Nummer 4 in dem Fall, die Carbonfelge. Noch ein kleines Stück zu dir, dann hast du genauso einen Nupsi. Ja, ich habe hier auch so ein paar Nupsis. Ja. Kilo. Also nochmal. Also nochmal deutlich weniger. Über ein halbes Kilo weniger als diese Felge. Also im Prinzip habt ihr den größten Schritt von der gegossenen Felge zu der geschmiedeten und dann jeweils immer ein halbes Kilo Differenz bei den Rädern. Ne? Beziehungsweise zwischen den beiden dann logischerweise auch schon wieder ein Kilo. Ne? Und ein Kilo in so einer Felge, wie gesagt, ist echt viel. Gudi, Hinterräder. Damit haben wir das geklärt. Ja, die packe ich mal eben weg und ich hole die Vorderräder her. Ich glaube, bei den Vorderrädern ist es noch ein bisschen aussagekräftiger. Und dann machen wir noch einen kleinen Test. Ein Versuch. So. Ja, das merkst du hier schon deutlich, wenn die Härte wird schon. So. Mit einem Basisvorderrad kann ich euch leider nicht dienen. Da habe ich nichts hier. Und ich hatte auch nichts einfach, wo wir die Bremsscheiben runternehmen können, dass wir das vernünftig wiegen können. Deswegen fällt dieser Kamerad hier auf der Seite aus. Ne? Wir müssen dann gleich mit dem Alu-Vorderrad weitermachen. Das jetzt mal eben hier draufstellen.
3,08 Kilo. Dann Magnesium mit Ventil. Jetzt bleib doch mal stehen. Kilo. Er ist so natürlich gar nicht so groß. Und jetzt kommt mein Liebling. Ja, es war nur, ne? Also deutlich, glaube ich, deutlich. Also, während bei den Vorderrädern jetzt bei diesen beiden der Unterschied nicht ganz so gravierend ist, ist hier zudem, ist es nochmal deutlich, ne? Also hier zu dem 700 Gramm, beziehungsweise hier zu dem Aluminiumrad auch nochmal über 600 Gramm. Und das ist nochmal richtig, richtig krass. Also da merkt man den Unterschied vom Carbon wirklich. Und das Vorderrad habt ihr ja auch mehr oder weniger direkt in der Hand beim Einlenken. Also da denke ich schon, dass ihr das wirklich super gut spüren könnt. Ne? Und das möchte ich euch jetzt einmal zeigen, warum man das merkt. Weil, ich habe es gerade angesprochen beim Wiegen, wenn so ein Rad auf der Waage steht, dann ist das erstmal statisch und bewegt sich nicht. Und wenn ihr unterwegs seid mit eurem Motorrad, so steht das ja im Fahrzeug drin, der Reifen ist drauf, die Bremsscheiben sind dran. Das rotiert natürlich alles ganz schön schnell. So, und wenn ihr dann eine Kurve fahren wollt, ihr müsst ja dann über den Lenkimpuls das Rad im Prinzip in so eine Taumelbewegung bringen und dann halt auch in die Kurve bringen. Und für diese Bewegung braucht ihr eine bestimmte Kraft. So. Und umso schneller ihr fahrt, umso höher ist das Bestreben eures Vorderrads oder eures Hinterrades genauso, gerade zu stehen. Und deswegen, ein schweres Rad ist, umso höher die Geschwindigkeit ist, immer, immer schwerer in Schräglage zu bringen. Und deswegen hat man da durch diese Räder, durch die leichten Räder, so einen extrem großen Vorteil. Selbst wenn man jetzt sagt, okay, bei diesen beiden, da sind es nur gute 100 Gramm gewesen, Unterschied. Das ist ja nicht so viel. Wenn ihr 180 fahrt, dann werden aus den 100 Gramm, da wird viel, viel mehr draus. Ne? Und jetzt im Vergleich zu dem Rad, wo wir natürlich wieder deutlich über ein halbes Kilo sprechen, ist das noch viel, viel krasser. Und das kann man jetzt mit so einer Achse, kann man das mal sichtbar machen. Und die hole ich mal eben. Ne, Christian? Mhm. Wolltest du mitmachen? Muss ich? Boah, ich kann das auch so. Nee, ich kann das machen, kein Problem. Ich weiß nicht, ob da meine Linse platzt. Weil ich stehe sonst nur hinter der Kamera. Ich kann nochmal schnell den Kamm holen. Wie du magst. Wolltest du Shadow aus fast genau. Hier ist die Achse von unserem Hubbock. Wir stecken da durch. Und ich gebe dem Christian das gleich so in die Hand. Und der Christian ist dann quasi die menschliche Vorderradgabel. Und hier brauchen wir nicht mehr. Wir kommen nun mal hier schön auf meine Position. So. Aufpassen. Gut gefrühstückt? Kann man das gut sehen? Ich es, ja. Oh, ganz hervorragend. Ich muss nur gucken, wo ich mich hinstelle, dass ich nicht im Bild bin. Ich kann mich so leicht schräg drehen. Genau, die stellen mich hier. So müsstet ihr uns sehr gut sehen. Das sollte passen. Okay, pass auf. Ich gucke mal, ob das. Ja, ja, an auf jeden Fall. Ich gucke einmal, ob die Achse fest ist. So, geht mal hoch in Bellung. So. Das, was jetzt ein bisschen klappert, ist die Hülse da drin, weil das nicht vorgespannt ist. Ich drehe jetzt das Rad mal ein bisschen schneller und du versuchst nur ruhig langsam, also gar nicht ruckartig, aber so das Rad aus der Achse zu bewegen. So oder so? Nein, nein, also wenn du fährst, machst du es ja so auch. Ne? Also so merkst du auch Unterschied. Mhm. Du wirst auch merken, dass das dann woanders hin will, aber das, ich will nicht so viel erzählen. Und ja, pass auf, gut festhalten, ich drehe mal ein bisschen. Mal ein bisschen langsamer hoch. Merkst du die Kraft? Mhm. Also erst einmal fängt es ja so an.
Erst wenn es da so an zu taumeln, dann brauchst du ja eine gewisse Kraft davon, um das rauszubringen. So, jetzt habe ich dem Christian gezeigt, wie sich das mit dem Aluminiumrad geschmiedet anfühlt. Jetzt kriegt er ein Rad in die Hand, was eigentlich nur gute 100 Gramm leichter ist. Und wir müssen dazu sagen, wenn ich hier so ein bisschen an der Felge rumkurbel, die dreht dann keine 120 km/h oder noch mehr. Ne? Das sind dann, keine Ahnung, was das ist, 30, wenn überhaupt. Ne? Also da können wir nicht schnell rumhexen. So. Jetzt mal ruhig sein. Hinter dem Tisch. Okay. So, wie gesagt, jetzt hat er die Felge, die nur gut 100 Gramm leichter ist. Merkt man das schon Unterschied? Das merkt man. Merkt man das echt? Okay. Das also nicht, dass es übelst krass ist, aber man merkt es auf jeden Fall. Okay. Du merkst, dass du sie so leichter in diese Position genau, kriegst. Genau. Und das ist das, was ich euch damit zeigen will. Wenn ihr halt auf dem Motorrad sitzt und abbiegen wollt, und da reden wir ja auch nur von einem Richtungswechsel, das ist natürlich auch was anderes, wenn ihr ein S fahrt, ne? Das ist dann schon, müsst ihr ganz einfach weniger Kraft aufwenden. Und das jetzt bei einer Felge mit niedriger Drehgeschwindigkeit und wo nur 100 Gramm Unterschied bestehen. Ne? So, da tauschen wir die Plätze, genau. Und jetzt nimmst du die. Naja, so dreht sich das verkehrt rum. Entgegen der Laufrichtung. Wäre der Felge in dem Fall egal, aber meinen Augen ist es nicht egal. Ah, schon wieder diese Wuchtprismen reingehen, das ist schon der Wahnsinn. So. Kriege ich schon schwitzige Hände hier. Christian, bist du. Ja, das ist schon gut, ne? Siehst du wohl. Also, da sind wir jetzt, ein Rad, was jetzt rund 600 Gramm leichter ist als Magnesium, beziehungsweise 700 als das Alurad. Ich kurbel den Apparat mal an und ihr seht auch, wenn ich das andrehe, das lässt sich auch viel schneller in Rotation versetzen. Bei dem anderen haben wir eine gewisse Trägheit hier, kurbelst du einmal dran und dann dreht sich das Ding richtig. Ne? Das ist krass. Und das ist jetzt... Das ist ein krasser Unterschied. Ich will auch mal ausdrehen. So. Nein, so, wir dürfen nicht rückwärts fahren, Christian. Das ist immer vorwärts. Das tut meinen Augen weh. So. Okay. Ja, man merkt halt so ein bisschen, wie das Rad taumelt, ne? So diese seitliche Bewegung auch. Aber es geht wirklich von... Ja, es geht super gut. Ne? Ja. Wir können ja, damit du jetzt auch nochmal den Vergleich hast, ja. Anders machen wir hier mal. Einmal wieder die Tütze. Ja, schon ein deutlicher Unterschied. Also auch dieser Moment, ne? Wo du das Rad drüber bringen musst. Ne? Und ja, genau. Sehr gut. So, ich habe da wieder was gelernt am späten Samstagabend. Ne? Also, wie gesagt, das Rad ist schon sehr, sehr toll. Der Unterschied zu dem Gussrad wäre mit Sicherheit auch nochmal tierisch groß. Da schätzt der Unterschied zwischen den beiden schon ein, von dem Gussrad zu dem, so wie es bei den hinteren ja auch ist. Und es ist halt für das Fahrhandling, für die Fahrdynamik sind so leichte Räder absolut top. Ne? Also wer über sowas nachdenkt, ruft mich an. Ich habe die Magnesiumräder auf Lager, Kohlefaserräder habe ich noch auf Lager. Da kann es tatsächlich sein, dass das wirklich in Zukunft nicht mehr so ist. Da muss man sehen, ich drücke da die Daumen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, schreibt mir eine Mail. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und wir sehen uns definitiv bald wieder. Bis dann, ciao.